Wie hart und wie steinig wird der Weg zurück aus der Corona-Krise in eine wie auch immer geartete neue Normalität? So ganz normal wie vor der Corona-Krise wird es ja wohl nicht mehr werden, eben im Bewusstsein, dass da etwas ist, was jederzeit wieder der Fall sein kann, nämlich ein solches Virus. Und ich will mich in diesem Video mal beschäftigen mit dem, was derzeit der Fall ist und dem, was derzeit dann erwartbar ist aufgrund der aktuellen Situation. Und dann nochmal einen Blick werfen auf das, was die Finanzmärkte aus dieser ganzen Geschichte machen, mithin also die Interpretation der Finanzmärkte auf Fakten und der Prognosen. Schauen wir uns zunächst mal an in Sachen das, was der Fall ist heute, ja, die US-Arbeitsmarktdaten. Wir hatten hier die letzten Daten aus dem April. Die waren minus 700.000, also das war noch ganz okay. Das sind ja die Daten dann aus dem März, die im April veröffentlicht wurden, Anfang April. Minus 700.000, jetzt dürfte es ein bisschen unangenehmer werden, 14.30, ja, die Daten, es sind hier 70 Ökonomen befragt worden und durchschnittlich rechnet man mit einer Arbeitslosenquote-Zahl von oder verlorenen Stellen von 21 Millionen. Es gibt allerdings hier Abweichungen, die enorm sind, von 3 Millionen, mal eben 3 Millionen Schicksale, da weichen ein paar Prognosen ab, das muss man sich vorstellen. Wenn wir uns mal überlegen, wie könnte die Zahl rauskommen, dann macht es Sinn, die sogenannten Continuing Claims sich mal anzuschauen. Die wurden ja gestern mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, also die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe gestern bei 22,6 Millionen. Durchaus möglich also, dass wir dann in diesen Dreh reinkommen, 20, 22, 23 Millionen, das zumindest wäre jetzt nichts, was überraschen würde. Wir sehen ja, wenn wir uns die genauen Verläufe mal anschauen, wo werden die meisten Leute entlassen, wo sind die meisten Jobs verloren gegangen, dann sehen wir, es sind die großen Firmen, die also über 1000 Mitarbeiter haben, 7,6 Millionen. Aber eben auch bei den kleinen Firmen, da hat es sehr, sehr gerappelt und das ist das, was dann letztendlich viele Geschäfte, viele Selbstständige in Schwierigkeiten bringen wird. Was sind jetzt die entscheidenden Fragen? Die stellt einmal mehr Mohamed El Arian, ehemaliger PIMCO-Chef, der sagte, wann werden sich die Zahlen stabilisieren? Wie schnell kommen diejenigen wieder zurück in den Job, die jetzt arbeitslos sind? Wie viel werden aus der Labor Force rausfallen, also aus dem Kreis derjenigen, die überhaupt arbeitsfähig und arbeitswillig sind? Was passiert mit den Stundenlöhnen und wie schaut dann die Labor Force nach Corona aus? Also praktisch der Teil derjenigen, die sich wirklich aktiv noch um Arbeit bemühen werden. Und das Problem, das die Amerikaner derzeit haben, ist so ein bisschen, dass wir sehen, dass zum Beispiel in Italien und in Deutschland die Kurve in Sachen Corona-Infizierungen insgesamt doch deutlich auf dem Rückweg ist. Heute neue Zahlen vom Robert-Koch-Institut, knapp über 1000 neue Infektionen, wie ich gesehen habe, während wir in UK und im United States, also in England und den USA, zwar manchmal leichte Rückgänge sehen, aber insgesamt eine viel flachere Kurve. Da ist also noch lange die Geschichte nicht überstanden. Da ist offenkundig noch ein anderes Stadium der Fall und das bedeutet, dass die wahrscheinlich noch brauchen werden, bis sie überhaupt abfallende Kurven dann oder deutlich abfallende Kurven haben mit den Neuinfektionen, wie wir das haben. Das hat natürlich Auswirkungen dann auf die amerikanische Wirtschaft, die ja kreditgetrieben ist, konsumgetrieben ist. Hier sehen wir den sogenannten Revolving Consumer Credit. Was sind revolvierende Kredite? Da habe ich Ihnen mal hier Wikipedia rausgesucht. Das sind also Kreditrahmen, eine Kreditlinie, die in einer bestimmten Kreditlaufzeit ausgeschöpft werden können durch Konsumenten. Und wir sehen, das kollabiert derzeit geradezu. Und das ist natürlich für die amerikanische Wirtschaft nicht gerade eine gute Nachricht. Jetzt gibt es hier Umfragen in den USA, wie lange man braucht als Firma, um wieder zur normalen Geschäftstätigkeit zurückzukehren. Und hier antworten so um und bei 58, 59, 60% sagen, ja, es wird 1 bis 5 Monate dauern. Einige sagen, es wird 6 bis 12 Monate dauern, so um und bei 20% kann man sagen. Hier zwischen United States und Europa gibt es einen Unterschied. Einige sagen, es wird mehr als 12 Monate dauern. Andere sagen, wir sind überhaupt nicht betroffen. Aber all das sind winzige Minderheiten. Der große Teil der befragten Firmen sagt hier, naja, nämlich 60%, sagt, ja, es wird 1 bis 5 Monate dauern, bis wir so einigermaßen wieder zurückgekehrt sind in eine Normalität. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Leute sind eigentlich
vorher gewesen im Homeoffice, jetzt im Homeoffice und werden später wahrscheinlich im Homeoffice sein, nämlich in der zweiten Hälfte 2020. Dann sehen wir in den USA, waren es vorher 13%, in Europa 15%, aktuell sind es in den USA 62%, in Europa 61%. Und man erwartet, dass dann im zweiten Halbjahr immer noch 50% in Europa im Homeoffice sind, während nur 44% der in den USA im Homeoffice sind. Ich finde eine sehr, sehr interessante Statistik. Facebook hat jetzt zum Beispiel schon gesagt, naja, wir werden unseren Mitarbeitern erlauben, bis Ende 2020 auf jeden Fall von zu Hause zu arbeiten. Also Facebook erklärt praktisch das Homeoffice jetzt schon zu einem üblichen Muster. Das ist einer der interessantesten Grafiken, die ich in letzter Zeit gesehen habe, nämlich von Satelliten, französische Satelliten, die zeigen, wie Wirtschaftstätigkeit hier läuft, die offenkundig Daten sammeln. Und wir sehen, dass China sich zwar deutlich erholt hat, Sie können das ja hier sehen, aber etwa noch 20% unter der normalen Leistung, vor Corona-Leistung ist. Wir sehen hier auch die USA, wir sehen vor allem Indien im freien Fall. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wir sehen Europa etc. etc. Also wir sind selbst, und das ist das eigentlich Wichtige, bei China erst bei 80%, und China ist uns ja um Wochen voraus, was sozusagen die Epidemie betrifft. Da ist ja schon der Weg zurück zur Normalität länger der Fall. Wir fangen gerade jetzt mit immer größeren Aufweichungen des Lockdowns ja gerade erst an. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr relevant ist. Es wird länger dauern, dieser Weg wird steiniger sein, zurück zur Normalität, als viele glauben, insbesondere als die Märkte glauben. Jetzt gibt es eine chinesische Studie, die sagte, 5-15% der Infizierten werden wieder mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eben, oder haben zumindest einen positiven Test. Das wird natürlich jetzt ein entscheidendes Ding sein. Sind die Menschen dann immun, wenn sie es schon mal hatten, das Coronavirus? Wie lange ist man immun etc.? Das ist die Frage, die man nicht weiß, die man noch nicht beantworten kann. Und das ist eine entscheidende, denn im Herbst ist es ja meistens so, dass dann solche Viren wiederkommen, sich deutlicher ausbreiten können. Das war im Jahr 1918 und 19 so, als wir eine zweite Welle dann im Herbst hatten, als viel mehr Menschen damals noch gestorben sind in der spanischen Grippe, wie sie heißt. Sie heißt spanische Grippe, ich hatte das schon mal gesagt, weil spanische Journalisten das erste Mal darüber berichtet hatten, dass amerikanische Soldaten sich mit diesem spanischen oder mit dieser Grippe infiziert hatten. Spanien war damals neutral, formal neutral. Dementsprechend hatten eben spanische Journalisten gezeigt, was da eigentlich der Fall ist. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Märkte derzeit daraus machen. Und das ist doch ein bisschen etwas anderes, hat man das Gefühl. Hier sehen wir Global Liquidity Proxy. Das ist vielleicht der Punkt, der erklärt, warum die Aktienmärkte da stehen, wo sie stehen. Es ist die Liquidität, die Aktienmärkte folgen im Grunde diesem Liquidity Proxy. Während auf der anderen Seite die Sovereign Bond Yields, also die Renditen für Staatsanleihen, praktisch immer weiter in den Keller gehen. Wir haben gestern ein Allzeittief bei der zweijährigen US-Staatsanleihe gesehen. Und natürlich ist der S&P 500 historisch teuer, kann man sagen, wenn man sieht, was da an Realwirtschaft wegbricht, was das für die Unternehmen bedeutet, geschäftlich bedeutet, und dann die Bewertungen sich anschaut, dann sind wir beim S&P 500 auf 12 Monats Forward Basis, also vorauslaufender Basis, über 20, und das ist historisch nicht gerade so also billig, nämlich teurer als noch in der Dotcom-Blase, und da war es ja auch nicht gerade so günstig. Ne? Also schauen wir mal, wie das da weitergeht. Wir sehen hier Long-Term Earnings per Share Growth, also wie werden die Gewinne erwartet, das Wachstum oder die Schrumpfung der Gewinne, und da geht es klar nach unten, die Kurse gehen aber nach oben. Wir sind derzeit eben in einem solchen Channel, in einem Aufwärtstrendkanal nach dem Crash, wenn man so will. Der definiert es vielleicht auf der Unterkante im Bereich 2880, 2860 beim S&P 500 und auf der Oberseite vielleicht die 3000er Marke, die dann erreicht werden kann, wenn dieser Trend nach oben weiter anhält. Was aber auffällig ist, dass wir meistens ja gut starten, weil die Asiaten dann für eine Rampe nach oben sorgen, das ist ja auch heute so, warum gleich dazu mehr, dann aber sozusagen, dass zum Handelsende in den USA immer so ein bisschen abverkauft wird. Wir sehen jetzt das dritte Mal in Folge, dass die sogenannte Advanced Decline Linie, also das ist praktisch die Anzahl der Unternehmen, die oder der Aktien am Markt, die steigen in Relation zu den Aktien, die fallen. Da sind wir immer riesig gestartet, gleich zu Handelsbeginn, dann aber immer um mindestens 500 zurückgefallen. Das heißt, 500 Aktien, die vorher gestiegen waren, die sind dann doch noch gefallen. Wir sehen also, dass dann immer zum Handelsende ein gewisser Abgabedruck herrscht. Wir sehen, dass
nochmal zum Thema Anleihen und Sovereign Bond Yields sehen, dass hier praktisch jetzt die Märkte im November 2020 damit rechnen, dass wir auch Negativrenditen in den USA haben. Wir haben jetzt den Grund des Optimismus, weil es einen Videocall offenkundig gegeben hat zwischen Liu He, schon lange nicht mehr gehört, den Namen Mnuchin und Lighthizer. Und wenn man sich diese Erklärung durchliest, die hier dann veröffentlicht wurde von dem Büro des Handelsbeauftragten Lighthizer, dann ist das schon ein bisschen Slapstick. Wir haben uns darüber verständigt, dass wir uns bereits ja darüber verständigt hatten, einen Deal zu machen. Wir verständigen uns, dass wir über diesen Deal sprechen, den wir eigentlich schon längst abgeschlossen haben. Aber es ist schön, dass wir darüber sprechen und wir gucken mal, wie wir darüber sprechen können. Und wir sind alle guten Willens, dass wir darüber sprechen. So ungefähr lautet diese Erklärung, die ich Ihnen jetzt erspare. Es ist unglaublich, aber gestern dann einer der Falken neben Peter Navarro, der sich auch wieder kritisch geäußert hat, der hat gesagt, die ganze Welt ist wegen China jetzt in gewisser Weise vakuumiert worden. Wir sehen hier aber Mike Pompeo, der gesagt hat, die Welt wacht jetzt auf angesichts der Gefahren durch die kommunistische Partei. Also es ist dieser leichte Antikommunismus, der da bei einem bestimmten Flügel der Trump-Administration der Fall ist. Und wir sehen Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, der antwortet, wir versuchen ja wirklich alles hier, diesen Trade Deal, Phase 1 Deal umzusetzen. Wir haben zum Beispiel 210% mehr Sojabohnen gekauft. Das ist für Trump ja wichtig, dass da seine landwirtschaftlich geprägte Anhängerschaft im Mittleren Westen zufrieden ist. Aber es ist eben so, dass wir natürlich auf die Wirtschaft Rücksicht nehmen müssen, auf die Bedürfnisse in Corona-Zeiten, dass hier vielleicht noch am Rande dann die Erwähnung, dass das Weiße Haus überlegt, jetzt wieder Steuerrückstellungen zu machen, dass die Leute also keine Steuern zahlen müssen oder zumindest nicht zu dem Termin etc. etc. Da ist man kreativ. Kreativ sind auch die Märkte, die wir hier sehen mit der gewöhnlichen Asienrampe. Mithin also dann zu Handelsschluss nochmal, wenn die Asiaten eigentlich schon fertig sind, ein bisschen nach oben. 2924, der S&P 500, ich hatte vorhin ja diesen Trendkanal gezeigt, um den es hier geht. Wir haben Le DAX, der bei 10.873 Punkten handelt, mit diesem Aufwärtsgap. Wir sehen Gold bei 1.716, kann sich da halten und amerikanisches Crude Oil bei, wo sind wir, $25.72. Also heute wird es nochmal spannend mit den US-Arbeitsmarktdaten. Die Aktienmärkte folgen einer Realität, die sehr eng gekoppelt ist an die Liquidität der Notenbanken. Die Frage ist, wie kommen wir aus dieser ganzen Geschichte raus? Wenn der Rauch sich ein bisschen verzieht, wenn der Lockdown ein bisschen vorbei ist, dann sehen wir, wie die Dinge stehen, dann wissen wir, was der Fall ist. Ein Bundesbanker, den ich noch aus Schulzeiten kenne, der hat mir gesagt, naja, wir gucken mal, was da der Fall ist, wenn der Rauch sich ein bisschen verzieht. Wo sind die Leichen? Wo sind diejenigen, die eine Überlebenschance haben? Bildlich gesprochen jetzt, was Unternehmen betrifft. Und dann schauen wir, was wir tun können. Gucken wir mal, was der Fall ist. Bei finanzmarktwelt.de werden Sie informiert. Darauf wollte ich Sie hinweisen. Und die Charts, von wem waren die nochmal? Capable.com. Also, 40 Servus.